Ich habe mir was Lustiges überlegt und zwar habe ich von Bergzeit vor ein paar Wochen oder es war, glaube ich, schon so ein, zwei Monate her, habe ich von denen eine Nachricht bekommen, yo, wir machen jetzt eine Umfrage, Kletter-Boulder-Umfrage haben wir gemacht und wir werten die jetzt bald aus. Und wenn du magst, kannst du die Ergebnisse davon in deinem Blog benutzen, falls da was Interessantes für dich dabei ist und so weiter. Und dann habe ich die Nachricht irgendwann wieder so ein bisschen vergessen und jetzt habe ich vor ein paar Tagen nochmal eine E-Mail bekommen mit den Ergebnissen von dieser Umfrage. Habe mir die noch gar nicht angeschaut und mir ist aber eine coole Idee gekommen. Das kann man doch super in einer Live-Reaction machen. Einfach die Fragen vorlesen und ich beantworte die dann live und dann schauen wir uns ein bisschen direkt die Ergebnisse an aus dieser Auswertung und schauen uns ein bisschen an, was die anderen Leute da aus der Community so gesagt haben zu den Fragen. Und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr cool vor. Ich habe übrigens eine neue App hier, die ich gerade ausprobiere und ich kann mich selber so transparent und weniger transparent machen, ist mega lustig. Ja, probier das heute einfach mal aus, ob das geil ist. Ich glaube aber, das ist sehr, sehr geil. Und ja, so müsste das doch klar gehen. Hier bin ich so geil in diesem Tortendiagramm drin. Und ja, ich glaube, das wird lustig. Gehst du nur bouldern oder auch Seilklettern? Ich habe angefangen mit nur bouldern, bin dann ein paar Mal Seilklettern gewesen. Und das Seilklettern, das Top Rope Klettern hat mich nie so wirklich gefesselt, fand ich aber eigentlich auch immer sehr cool. Bouldern fand ich vom ersten Tag an mega geil. Ganz anders als beim Top Rope Climbing, das hab ich halt, fand ich halt ganz cool, aber das hat mich nie so gesüchtig gemacht, nie so gefesselt wie Bouldern. Und dann bin ich aber im Urlaub in Frankreich in den Alpen Vorstieg klettern gewesen und das war auf jeden Fall nochmal ganz krass. Das war dann wie beim Bouldern oder vielleicht sogar noch geiler. Also manchmal habe ich so eine richtige Sehnsucht danach wieder in den Alpen Vorstieg zu klettern oder allgemein Vorstieg zu klettern. Hat mega Spaß gemacht, fand ich mega geil und will ich auf jeden Fall weitermachen. Ich habe mir auch ein Seil gekauft und Äxten gekauft und so weiter. Also bin auf jeden Fall mega angetan von Vorstiegklettern, ist mega geil und einfach, da kommt einfach nochmal so ein ganz anderer Adrenalinrausch dazu. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein kleiner Adrenalin-Junkie, deswegen finde ich Vorstiegklettern mega geil. Also hier gehst du nur bouldern oder auch Seilklettern, ich mache auf jeden Fall beides. Früher bin ich aber nur bouldern gegangen, dann Seilklettern, dann Vorstiegklettern und jetzt mache ich auf jeden Fall alles, was mit Klettern und Bouldern zu tun hat. Lustig ist hier, dass 3% gesagt haben, dass sie nur Seilklettern gehen, 32% Bouldern, 66% machen beides. Wie schnell hast du beim Einstieg ins Bouldern Fortschritte gemacht? Am Anfang nicht so schnell, weil man sich natürlich erstmal an die Schuhe gewöhnen muss und Hornhaut aufbauen muss und sich dein Körper sich an die ganze Situation irgendwie gewöhnen muss. Nach ein paar Monaten oder paar Wochen bis Monaten habe ich dann auf jeden Fall schnelle Fortschritte gemacht. Und das sind auf jeden Fall auch so die Mehrzahl. Eher weniger Leute haben langsame oder sehr langsame. Die wenigsten Leute haben sehr langsame oder langsame Fortschritte gemacht. Die meisten Leute haben mittelschnelle und sehr schnelle Fortschritte gehabt. Seit wann boulderst du? Weniger als ein Jahr? Etwa 2 Jahre, 2 bis 4 Jahre, über 5 Jahre. Ich boulder schon 2 bis 4 Jahre jetzt. Um genau zu sein, müssten es jetzt 3 Jahre sein. Also da ziemlich zwischen den 2 und 4 Jahren. Den Fragen mit den Farben manchmal nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt gar nicht an dieser Opacity, die ich hier habe, sondern es ist allgemein einfach behindert. Sorry. Kann jetzt gar nicht so richtig
gelesen. Ich glaube, es geht von oben dunkelgrün bis unten hellblau. Also es wird immer heller quasi. Und deswegen die 32% ist die letzte Frage über 5 Jahre. Das wäre schon sehr krass, wenn das wirklich so ist. Dass die meisten Leute diese Umfrage gemacht haben, schon über 5 Jahre klettern. Aber gut, wer so eine Umfrage macht, beschäftigt sich vielleicht auch mehr mit dem Thema und macht das Ganze vielleicht auch schon was länger. Oh, Freunde, wir haben schon 11 Uhr. Und manche denken jetzt so, schon 11 Uhr ist doch noch voll früh. Ich gehe um 11 Uhr meistens schon pennen. Also für mich ist das schon relativ spät. Deswegen bin ich hier schon ein bisschen am Rumgehen. Warum hast du angefangen zu bouldern? Aus gesundheitlichen Gründen, neuen Sporttesten von Freundinnen inspiriert, von Freunden inspiriert, neugierig, sonstiges. Von Freunden und Freunde inspiriert kann ich an der Stelle sagen. Also, es war meine Schwester. Meine Schwester ist natürlich auch eine Freundin von mir. Also kann man an der Stelle schon so stehen lassen. Also ich würde sagen, so von Schwester inspiriert und neuen Sport testen. So, die beiden Sachen. Weil ich fand es immer cool, dass meine Schwester so einen Sport hatte, in dem sie sich so identifizieren kann und in dem sie so aufblüht. Das hatte die vor dem Klettern so auch nicht. Also die hat viel gemacht. Tanzen hat die zum Beispiel lange gemacht, weiß ich. Und das ist ja auch immer weit gefahren für das Tanztraining, weil es bei uns in der Nähe nicht so gab, musste sie immer weit hinfahren. War sie auch, hat sie so auch eine Zeit lang ernsthaft betrieben. Aber Klettern war dann bei ihr nochmal so eine Art Lifestyle quasi, so wie das jetzt halt für mich auch ist und für viele Leute, glaube ich, auch. Klettern und Bouldern mehr so ein Lifestyle ist, als rein nur ein Sport. Jetzt habe ich mir gar nicht angeguckt, was die anderen Leute gesagt haben. Aus gesundheitlichen Gründen 12%, ja, verwundert mich jetzt nicht so, dass das nicht so der krasseste Grund ist, sage ich mal. Neuen Sport testen, 48%, ja, okay. Freunde inspiriert. Die meisten Leute haben es über ihre Freunde erfahren oder damit sind damit in Kontakt getreten. Oh, Scheiße. Durch ihre Freunde, neugierig, sonst ist wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr selber voll müde und müsst voll oft gähnen, weil ich die ganze Zeit so rumgähne. Mega geil. Nutzt du Boulder-Apps, Kletter-Apps? Lustig? Nein, tue ich nicht. 32% sagen ja. Okay, spannend. Und 68% sagen nein. Welche Kletterbull-Apps benutzt du? Crimped, Vertical Life, My Climb, Beastmaker Trainer, 27 Cracks, Kilterboard, Moon Climbing, sonstiges. Also, 27 Cracks kenne ich natürlich. Also vom Namen, weil es auch relativ bekannt ist. Aber habe ich selber noch nie benutzt. Und Moon Climbing habe ich auf dem Handy, habe ich auch in Bonn, wenn wir beim Moonboard waren, benutzt. Aber jetzt, da ich kein Moonboard mehr in meiner Nähe habe, benutze ich das auch nicht mehr. Vertical Life 60%. Werde ich gleich mal reinschauen. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, was das ist. Finde ich interessant, dass das 60% der Leute benutzen. Muss ja anscheinend cool sein.